Herzlich willkommen. Hi. Wisst ihr, wer das ist? Ich halte mich hier nämlich gerade in Berlin auf und das hier ist kein geringerer als, ihr seht jetzt natürlich mehrere Figuren. In der Mitte seht ihr Son Gohan und so sieht Son Gohan wirklich aus. Ja, du bist Son Gohan. Du bist in Wirklichkeit, wie heißt du? Sandro. Sandro Blümel, meine Damen und Herren. Und wie bist du überhaupt zum Synchronsprecher geworden? Na, mein Vater hatte einen Freund, der hat mal bei einer Synchronfirma gearbeitet und die haben mal sehr gern Kinder gesucht, weil die fanden es immer doof, wenn Erwachsene Kinder sprechen. Mhm. Und deswegen brauchten sie immer Kinder und dann haben sie mal gefragt, kennt nicht mal vielleicht irgendjemand? Dann kam er an mich ran und ja, dann ging's los. Okay. was war denn deine erste Rolle? War das Son Gohan oder hattest du noch jemand anderes vorweg? Na, also meine erste Einzelrolle war, weil angefangen hat man immer in einer Gruppe, dass du halt, wenn du im Hintergrund irgendwo eine Kindergruppe hast, die auf dem Spielplatz ein bisschen rumrennt, da hast du halt immer mehrere dann gehabt. Hm. Aber meine erste Einzelrolle war bei Armageddon. Okay. Da war ein kleiner Junge von einem der Astronauten da, waren auch nur 2 oder 3 Sätze. Aber das ist mein erster größerer Auftritt gewesen, sozusagen. Ich verstehe. Welchen Charakter hast du denn am liebsten synchronisiert? Son Gohan. Okay, warum? Naja, es war halt Dragon Ball. Da muss man nicht mehr zu sagen. Es ist Dragon Ball. Also mit anderen Worten, du interessierst dich auch für Dragon Ball nach wie vor? Naja, das war die Kindheit. Das war ja meine Generation. Also von deswegen daher. Sitzen wir hier. Du hast ja neben Anime-Figuren auch echte Menschen gesprochen. Mhm. Was hat dir denn lieber gefallen oder was war schwerer für dich? Schwerer ist es definitiv, reale Personen zu sprechen, mhm, weil da siehst du ja auch mehr die Mundbewegungen und mehr die Gesten und alles bei den Zeichentricksachen oder Anime. Da hast du ja immer nur dieses Schnapp, 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 Schnapp. Genau. Da muss auch nichts gut aussehen, sozusagen. Weißt du, da kannst du schnell drauf losplappern und es sitzt. Von daher ist es einfacher. Aber es ist natürlich auch cool, wenn du mal bei den richtigen Rollen da mal ein bisschen was zu kämpfen hast, wo du auch sagst, okay, da bist du jetzt selber sehr, sehr stolz drauf, dass das mal geklappt hat. Das ist ein geiler Film geworden. Und bei den Anime-Sachen da, oder Dragon Ball, du knurrst, schreist, jubelst, wenn einer gestorben ist. Da hast du gejubelt? Und, oder was? Ja, als Cell gestorben ist schon. Ja, gut. Okay. Und ja, die realen Rollen sind halt anspruchsvoller. Sagen wir mal so. Und deswegen, es macht beides eigentlich Spaß. Also kann man schwer sagen, kommt immer auf den Film drauf an. Als Son Gohan hast du ja ganz viel auch gejammert, geschrien. Ja. Oha, dieses Jahr, das vergeht schon. Das war nicht immer leicht, oder? Naja, hört sich jetzt arrogant an, wenn man sagt leicht. Aber hat dich das nicht gestört dann? Es war halt immer das Gleiche. Also wenn du wirklich da 3 Stunden im Studio standest und ich meine, bis die Saiyajins auf die Erde gekommen sind, gab es ja nichts. Da war ja immer nur Papa, Papa, irgendwo an eine Scheibe klopfen, Papa holen oder im Wald ausgesetzt werden, nach Piccolo rufen. War natürlich ein bisschen nervig, aber es gehörte nun mal zu ihm. Das war er nun mal. Und umso cooler war es ja denn, als er denn angefangen hat, ein bisschen erwachsener zu werden. Ja, mhm, ja, das genau. Hast du dich denn selber mal als Held gefühlt? Zum Beispiel, als du Cell besiegt hast? Es war schon cool. Also, super. Ich meine, klar, es war Cell, weißt du, so einer der bis dahin größten Gegner und war auch ein epischer Kampf, weißt du, wo dann dieses berühmte Bild, wo Son Goku noch im Hintergrund als Geist ist und genau. Da war natürlich schon so ein gewisses, ey geil, den hast du fertig gemacht, weißt du, also. Ja, vor allem ist es ja auch der erste Gegner, wo Son Goku gesagt hat, ich gebe auf, ich schaffe es nicht. Richtig, und da, hast du da hat er die Hoffnung in so einen Mann gesetzt und von daher war es schon, ja doch, war schon eine geile Sache. In dem Interview auf der DVD von Dragon Ball Z, hm, hattest du gesagt, dass du Interesse an Manga und Anime hast. Hm? Hat sich das irgendwie geändert seitdem oder bist du nach wie vor großer Sammler und Gucker von Anime? Ja, es ist nicht mehr ganz so intensiv, gebe ich zu. Ja. Aber so die alten Pokémon-Sachen zum Beispiel sind natürlich auch immer noch ganz großes Kino. One Piece fand ich immer geil, finde ich auch immer noch cool. Natürlich Dragon Ball. Die ersten 2, 3 Staffeln von Digimon fand und finde ich auch immer noch sehr geil. Aber ansonsten, so wo es jetzt ein bisschen ins tiefere Detail geht, was jetzt nicht so groß bekannt ist im Allgemeinen, war höchstens noch Gundam Wing. Ja. Fand ich auch mal ganz geil. War so ein bisschen Transformers ähnlich. Das fand ich sowieso cool. Okay. Und ja, das waren so die Sachen, die ich immer gern geguckt habe und wo man jetzt auch noch ab und an immer
ein bisschen was, immer noch sich ein bisschen was reinzieht von. Okay. Wie muss man sich denn das vorstellen als Außenstehender? Hat man als Synchronsprecher jede DVD oder Film zu Hause, wo man es mit synchronisiert hat? Oder ist das nicht so? Wenn man so einen Vater hat wie mich, ja. Okay. Der fand es immer so toll, der war so stolz auf die ganzen Sachen. Da musste jeder Film her, wo klein Sandro bei war. Ah. Es kommt natürlich auch mal darauf an, was du für einen Film natürlich hast. Also ich fand jetzt nicht alle Filme, die ich selber gemacht habe, toll, dass ich auch sagen musste, ja, den würdest du auch so gerne gucken. Okay. Bei anderen Filmen natürlich guckst du die auch immer noch so sehr gerne. Aber die Stellen, wo du dann halt auftrittst, da holst du dir nochmal was zu trinken oder sowas, weil das hört man auch selbst nicht gerne. Also, ja, hörst du dich nicht selber gerne, wenn du das guckst oder überhaupt dich hörst? Ja, bei manchen Sachen bin ich nicht stolz auf oft so die Leistung, die du da hattest, wo du dann sagst, okay, naja, fandst du selber nicht so gut, das hätte besser laufen können, hättest du besser machen können oder es ist auch eigentlich ein peinlicher Auftritt gewesen irgendwie. Und deswegen, aber es ist natürlich schon cool, wenn du irgendwie so ein paar Filmchen im Regal stehen hast, wo du sagst, hast du überall mitgewirkt. Mhm. Das ist schon cool. Also. Und gibt es denn irgendwelche Anime-Charaktere zum Beispiel, wo du neidisch bist, dass du sie nicht sprechen durftest? Hättest du lieber, keine Ahnung, Piccolo synchronisiert oder so? Eigentlich nicht. Das ist eigentlich mit Son Gohan fand ich schon, doch, der war schon, ich fand den schon gut getroffen eigentlich. Also, war schon deiner. Wenn jetzt hier so wie Piccolo zum Beispiel, das, mir wäre die ganze Zeit dieses Böse, das ich niemals freuen können, immer nur rummurren und so, das wäre auch nicht meins gewesen. Da hätte ich jetzt nicht so viel Spaß bei gehabt. Da fand ich Son Gohan schon, so, ich fand diese lebendigen Sachen halt auch immer gut. Wenn du immer ein bisschen austicken kannst und alles, so, das liegt mir denn mehr. Okay. Und von daher fand ich der schon sehr, sehr gutes, war eine sehr gute Rolle, die ich da bekommen habe, ja. Glaube ich. Okay, was machst du denn, wenn du nicht in einem Synchronstudio stehst? Nichts Außergewöhnliches. Also okay. normal im Einzelhandel arbeiten, mit Kumpels treffen, feiern gehen. Aber es ist jetzt kein spektakuläres Außenleben. Und bist du da, keine Ahnung, im Einzelhandel kennt man dich vielleicht nicht, oder? Wirst du da irgendwo angesprochen? Doch. Da, ist es so? Es ist schon vorgekommen, ja. Also vor allem, wenn du unterhältst dich mal mit einem Kollegen, ja, weißt du, und da kommen natürlich auch mal Gespräche über einen Film oder sonst was auf. Oder jetzt auch die in meinem Alter noch sind, die dann raushauen, immer, ja, ey, früher Dragon Ball, sowas läuft auch nicht mehr. Da überlegst du natürlich, sagst du es jetzt oder nicht? Und? Sagst du es? Ja. Also, du willst natürlich jetzt nicht so großartig damit angehen, gehst nicht in einen Raum und sagst, hey Leute, seht mal, ich bin. Ja. Aber es ist natürlich schon cool und wenn du denn siehst, oder die 10 Leute, die sind unter anderem wegen dir früher vom Fußballtraining nach Hause gerannt wie die Wahnsinnigen, weil sie das sehen wollten. Ja, klar. Du hast einen Teil deiner Freunde, die du jetzt erst nach, die du 10 Jahre nach Dragon Ball kennengelernt hast, oder 11 Jahre, die, du warst trotzdem sozusagen, die kannten dich schon. Das ist schon ein bisschen komisch, aber ja, man kommt so auf diese Gespräche. Mhm. Denn natürlich, ey, Sandro, stimmt es? Ich habe von dem und dem gehört, dass... Ja, okay. Es stimmt. Stimmt. Bist du denn noch mit anderen Synchronsprechern in Kontakt oder ist das nicht mehr so intensiv jetzt? Eigentlich nicht. Also jetzt wirklich intensiv nicht. Man läuft sich mal über den Weg, mhm, und sagt sich auch Hallo, man kennt sich ja immer noch und so, aber privat habe ich jetzt keine in meinem Freundeskreis wirklich oder so, dass man mal zusammen weggeht oder sich irgendwo auf einen Kaffee trifft. Okay. So jetzt nicht, aber wenn man sich sieht, man unterhält sich nett. Ja. Als Son Gohan hast du geschrien, gekämpft, dich vor Hausaufgaben gedrückt und die Verbindung zu deinem Vater Son Goku spielen müssen. Mhm. Was war denn die größte Herausforderung für dich? Gab es irgendwas, was nicht immer geklappt hat? Also du hast im Prinzip das Problem im Synchron, dich generell zu freuen. Also nicht, dass es dir schwerfällt, dich zu freuen, aber einfach dieses Lachen immer. Mhm. Dass du von 0 auf 100 musst du tierisch anfangen zu lachen. Es ist irgendwas Witziges oder Tolles passiert und probier es selber aus, setz dich irgendwo hin, 20 Sekunden, fang an einfach nur zu lachen, es soll sich natürlich und gut anhören. Ja. Aber an sich das Schwierigste fand ich die Verwandlung vom Super zum Ultra Saiyajin. Das fand ich das Schwerste. Da fand ich auch, wenn ich mir das heute noch angucke, ich finde die Szene so schrecklich. Ich finde das immer noch nicht gut. Also, ich meine, ich bin froh, dass sie das im Studio abgenommen haben, weil es auch echt anstrengend war, wenn du musst einfach tierisch losbrüllen
die haben da die, die ganzen Sounddinger, die mussten sie auf das Höchste drehen, weil die Leute da ausrasten in diesem Studio. Hat man ja auch gut gehört immer in den Serien. Mhm. Wenn da aber zwischendurch passiert es halt einfach mal, dass du wie beim Stimmbruch kommt so ein Kiekser raus und scheiße, normal. So, du brüllst dir da 5-6 Mal hintereinander die Seele aus dem Leib. Ist hart. Ja. Oder Kamehameha, das H zum Schluss immer tierisch lang gezogen. Das geht dir so auf die Stimme, dass du da manchmal, ja Leute, ist in Ordnung. Und diese Hecheleien immer nach den Attacken. Das Ein- und Ausatmen. Da, genau. Da triffst du einen Atmer nicht und musst gleich alles nochmal von vorne machen. Ja. Und da auch und sagen, ey Leute, nimm mal eine Flasche Wasser her oder sowas und dann kurz nochmal richtig durchatmen, dann können wir nochmal von vorne anfangen. Okay. Also. Du hast ja jetzt gesagt, da ist mit der Stimme. Du hast dich ja seitdem auch ein bisschen verändert. Du hörst dich nicht mehr so an wie das Son Gohan von früher. Ich hoffe. Ich hoffe. Okay. Wieso hoffst du das? Willst du das nicht? Es klang ein bisschen sehr quiekig. In meinen Augen. Also, ja, da warst du da 12 oder 13? 10 oder. Nee, mit. 10 haben wir, glaube ich, angefangen. Mit 10 oder 11 hat Dragon Ball angefangen. Jetzt haben wir da zu drehen. Ja, okay. Mein Gott, das ist schon ewig her. Das ist, ja. Aber die Leute erinnern sich immer noch dran. Das finde ich das Geile dabei. Ja, eben. Das ist halt so ein. Deswegen wird es ja auch Zeit, dass wir mal so ein Interview machen. Ja. Könntest du denn für uns als Son Gohan mal so eine Kampfszene spielen? Oder. Oh. Falsche Frage. Oder geht das nicht vor Kamera? Inwiefern? Also, was meinst du jetzt? Soll ich dir jetzt so wie Cell schön. Ja, also möglichst nur verbal. Also, hau mich jetzt bitte nicht. Also, ich sag dir gleich, es ist halt einfach. Das ist genauso, wie man dir jetzt sagt: fang an zu reden wie dein 10-jähriges Ich. Wird schwierig. Das, richtig. Das ist so dieses große Problem. Du kannst dich natürlich immer noch versuchen, so ein bisschen diesen Hauch höher zu machen und dann immer auf irgendjemand zeigen, böser Blick und mal, das sage ich aber alles meinem Papa. Aber. Es, das klingt nicht mehr, es kommt einfach nicht mehr. Weißt du, das, du warst 10, hast dich da auch schon immer manchmal so ein bisschen verquiekst und warst dann sozusagen 7. Ich meine, Son Gohan, wann hat der angefangen? Der war 4 oder 5. Ja, ja. Mhm. Und da war es auch schon immer so ein, Gott, wie machst du das jetzt, weißt du? Und deswegen, es wird einfach, es ist unmöglich. Also kämpfen, kein Thema. das Verbale kann ich dir nicht geben. Okay. Da, so leid es mir auch tut. Ich kann es verstehen. Okay, aber vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ja, kein Problem. Möchtest du noch irgendwas loswerden an deine großartigen Fans? Ich finde es einfach super, dass gerade wieder so ein großer Hype losgeht im Internet. Auch, dass wieder viele Bilder gepostet werden und diese ganzen Like-Seiten bei Facebook und so. Finde ich super, dass es so lange gehalten hat. Und ja, einfach vielen Dank für diese schon, 12 Jahre war das jetzt her? 2002, ungefähr, glaube ich, wurde das zu immer so ausgestrahlt, kann das sein? Nee, 2001. 9-11 war auch schon dabei. 2001, richtig. Ja, für 12 Jahre Unterstützung schon mal. Vielen Dank. Ja, das wäre mein Appell an euch. Okay, vielen Dank, Sandro. Ja, bitteschön. Gut, das war Sandro Blümel hier bei uns im Synchronsprecher-Interview bei Sag mal TV. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den nächsten Videos. Bis dann.